Irgendwo musst du mir jetzt aber helfen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ah, hier glaube ich. Genau. Oh, geht es dort weiter? Wir werden es gleich wissen. So, hier ist nichts. Schauen wir mal da weiter. Greifen die an oder nicht? Nee. Kommen die hierher? Ist auf jeden Fall der Käfer! Ah, zwei Käfer sogar. Damit wären es nur noch vier. Spiel, leg mich jetzt in solchen Momenten. Okay. Es ist böse hier. Vor allem, weil ich keine Zeit habe, gegen die alle zu kämpfen. Ah, da sind unsere zwei Freunde hier. Ja. Gegen einen Wolf, der hier eh alles im Boden, den ganzen Boden durchgräbt. Da wollt ihr auch verstecken? Wirklich? Ist nicht gerade eure beste Idee. So, zwei Stück noch und die sind da oben. Direkt vor dem Waldtempel. Oder Waldschrein oder wie auch immer man das nennen mag. Ach nee, nicht die schon wieder. Ich meine, die sind komplett einfach zu erledigen, aber... Das ist immer ein bisschen nervig, die... Zuerst schön zusammen zu treiben. Aber dann ist es umso lustiger. Ach, guck mal, eine Brücke. Wer hat denn die hier geparkt? Kann er hoch hin? Nee, okay. Hätte er sein können, wenn die schon so groß dasteht. Ist der Vogel hier noch da? Nee, der Vogel ist nicht da. Schade, aber mit dem kann man auch reden. Der meckert denn dann an, dass man nicht stehlen soll. Als ob ich das nicht wüsste, ich tue es halt gern. So. Ja, volles Leben. Auf zu den letzten Käfern. Ich hoffe, ich muss den Weg nicht zurücklaufen. Wer ist da oben? Ach, der Affe! Kommst du her? Ja. Das war's. Oh. Ich bin gerettet? Oh. Seitdem der Pass durchgedreht ist, tauchen ja ständig die fürchterlichsten Monster auf. Hab gesehen, dass auch die Kinder aus dem Dorf mitgenommen wurden. Der Wald ist irgendwie seltsam. Was ist denn nur da passiert? So. Alles voll. Können wir jetzt wieder ein Mensch sein? Du hast den Tiegel des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Ah, oh, sieht gleich viel schöner aus wieder. Merkt man erst, was für Farben hier sind. Dabei war alles so schön dunkel. Was ist nur so toll an dieser sogenannten Welt des Lichts? Man sieht sich. So, mal schauen, wie der aussieht. Ist doch bestimmt keine einfache Kugel, oder? Ah. Ein Affe, oder? Ein Affe mit Riesenschwanz. Hat irgendwas. Hat was Hypnotisierendes. So eine Spirale. Mein Name ist Firone. Ich bin einer der Lichtgeister, die über Hyrule wachen. Die Göttinnen vertrauten mir diesen Wald an.
Auserwählter. Du bist das Tier, dessen scharfes Auge die Finsternis durchdringt, während andere nur Tasten diese Schatten erforschen. Du fragst dich, was diese Verwandlung bedeutet? Sie ist ein Zeichen der erwachenden Kraft, der Kraft, die dir, dem Auserwählten, innewohnt. Betrachte nun deine neue Gestalt. Oh, er hat mich angezogen. Dein grünes Gewand trug einst der von den Göttinnen auserwählte Held. Trage es als ein äußeres Zeichen deiner inneren Kraft. Dein Name ist Link. Du bist der von den Göttinnen auserwählte Held. Was? 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 Okay. Ja, gut. Bin ich halt auserwählt. War ja irgendwie auch gar nicht zu erwarten. Nun, Link, auserwählter Held. Eine dunkle Macht verbirgt sich im Schrein tief im Inneren dieses Waldes. Diese verbotene Macht wurde von uns Lichtgeistern vor Äonen mit einem Bannfluch an den Schrein gebunden. Nie sollte ein Wesen des Lichts mit der dunklen Macht in Berührung kommen. Das war unser Wille. Jetzt jedoch scheint sie nötig, um die Welt vor dem König der Schatten zu retten. Willst du diese Macht nutzen, so begib dich zu dem Schrein, den du im Inneren dieses Waldes finden wirst. Okay. Endlich wieder ein Mensch. Sollte sich eigentlich mehr freuen. Ich meine, vielleicht hat es mir als Wolf gefallen, das kann auch sein. Weil du der auserwählte Held bist, hast du dich in dieses wilde Tier verwandelt. Schade eigentlich. Vielleicht wärst du ja glücklicher geworden, wenn du genau wie alle anderen als Geist herumgeirrt wärst, ohne etwas zu ahnen. Hehehe. Also was tust du? Gehst du zum Schrein? Wunderbar, ich habe in dem Schrein nämlich auch was zu erledigen. Und? Du willst doch bestimmt deinen Freunden helfen, oder? Vielleicht wird deine Hilfe ja in dem Schrein gebraucht. Also gut, dann streng dich mal ein wenig an, du von den Göttinnen auserwählter Held. Hehe, man sieht sich. Nein, nicht rufen. Ich will nicht mit dir reden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein schönes Schwert. Der Schrein war in die Richtung. Was denn? Also dann, Zeit die Waffen auszuprobieren, die ich dir gegeben habe. Na, du weißt schon. Schwinge mit B dein Schwert und halte mit ZL den Schildschützen vor dir. Das ist dir zu anstrengend? Hehe, du solltest mir lieber dankbar sein. Ja, funktioniert. Erfüllt seinen Zweck, auf jeden Fall. Weg da. So, ich werde jetzt aber nicht jede von diesen Nüssen hier aufknacken. Was hier vollkommen unsinnig ist. Habe ich doch das letzte Mal erst angezündet. Ach, Mensch. Niemand weiß meine Arbeit zu schätzen. Ich möchte jetzt gar nicht auf den normalen Weg zum Waldschein. Hoch. Ach, natürlich. Du bist doch der junge Mann des Orden, oder? Hätte dich fast nicht erkannt, so herausgeputzt, wie du bist. Ach, was ich noch sagen wollte. Ist in letzter Zeit etwas gefährlicher geworden hier? Ihr seid also vorsichtig. Es treiben sich immer mehr Monster herum. Deswegen habe ich den Weg zum Schrein auch verschlossen. Aber du willst bestimmt wieder dahin, oder? Aber so wie du jetzt aussiehst, dürfte das für dich ja kein Problem sein. Hier. Du hältst einen kleinen Schlüssel. Öffne mit ihm das Tor zum Wald von Firone. Aber der Wald hinter der Höhle ist in letzter Zeit so neblig, dass du ohne Licht absolut keine Chance. Du wirst ständig deine Lampe brauchen und solltest auf jeden Fall genug Öl bei dir haben. Habe gerade ein Sonderangebot. Eine Flasche Öl für nur 100 Rubine. Ein echtes Schnäppchen. Na, wie wär's? Nee. Was? Das gibt's ja nicht. Da habe ich dir doch noch sogar extra eine Lampe geschenkt. Du kannst bei mir auch nur Öl kaufen. Schau einfach mal wieder vorbei. Wir haben eigentlich noch ziemlich viel Öl. Übrigens muss ich sagen, im Moment.
Deswegen sparen wir uns das jetzt mal, weil 100 Rubine, wenn wir eh nur 117 haben, ist dann doch ein bisschen viel. Sparen wir uns das lieber ein bisschen zusammen. Wenn wir es dann wirklich brauchen, holen wir es uns. Auch ein bisschen nutzen. Das Rattenproblem hier. Ah, da sind wir schon durch. So, und bei dem Nebel brauche ich jetzt anscheinend die Laterne. Danke. Ah. Der weiß wohl, wie es funktioniert hier. Oh, wen haben wir denn da? Der hat ja glatt die Lampe geklaut, nur weil du nicht aufgepasst hast. Er hat ja auch einen Weg durchgefunden. Aber du machst das gut. Vorwärts, komm. Geht doch. Und weiter. Keine Sorge, alles okay. War doch nur eine Fledermaus. Blöder Nebel hier. Streng dich mal ein bisschen an, Affe. Das geht ja gar nicht voran hier. Ist da vorne? Alles in Ordnung. Mein Gott. Da ist der Ausgang. Da wollen wir hin. Und ich sehe schon den nächsten Punkt, wo du dich erschrecken wirst. Tu nur dafür, dass ihr der Nebel wegkommt. Können wir jetzt? Ja. Ach komm! Ich schaff das allein nicht hoch. Wie so eine schlecht geölte Maschine. Toll. Lass mich raten, du hast mein ganzes Öl verbraucht. Du findest die Lampe wieder, allerdings enthält sie kein Öl. Der Affe hat alles verbraucht, um dir den Weg zu zeigen. Danke. Irgendwie. Irgendwie danke, aber irgendwie nicht danke, weil du mein ganzes Öl verbraucht hast. Ah. So. Was in den Hals und weiter geht's. Aber wir können uns ja da vorne bei dem komischen Vogel Öl kaufen gehen, theoretisch. Diese Brücke hier. Er hat sauber geparkt. So, ja, ja, willkommen, kauf was. Jetzt werden wir was kaufen, nämlich. Jetzt können wir ja direkt reinfüllen, oder? Und die Bienenlarven haben wir jetzt auch noch, aber die behalten wir mal. Füllst Öl in die Lampe. Sie ist jetzt voll und leuchtet dir in der Dunkelheit. Nicht ansehen, du sollst die Lampe wegpacken. So, wir sind jetzt mal so nett und bezahlen auch. Ja, was? Geld einfach in die Kiste werfen. Ah, zu wenig! Wie viel kostet denn das? 20 Rubin, ja, okay. Dann wollte der mich vorhin ja ordentlich abzocken. Mit 100 Rubin. Oh, wie großzügig! Ah, bitte. Danke, danke! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich bei dem gezahlt habe.
Ach, guck mal.